Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hypovolemia. Wir nähern uns dem Ende, meine Freunde. Also nicht dem Ende, sondern dem nächsten großen, sehr, sehr großen Schritt. Ich habe unser Terrastil fertig. Wie wir sehen, ist der Bottich hier gerade auch extrem leer. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir genügend Mana-Stil rankriegen. Das ist das Letzte, was wir tun müssen. Für unseren selbst gecrafteten, ja, Crystal Cluster. So, während wir auf das Mana dafür warten, was noch eine ganze Weile dauern könnte, würde ich gerne noch das vorbereiten, was wir noch brauchen, quasi das, wo wir unseren letzten Crystal Cluster herkriegen. Das ist nämlich die 64K Storage Cell, und zwar Essentia Storage Cell. Richtig schön knifflig gemein gemacht, die kleinen Schweinchen. Denn das ist natürlich nicht ganz so einfach. Allein ist es schon teuer, weil es eine 64K Storage Cell ist. K. Und dann ist noch die Essential Storage. Storage Cell ist eigentlich egal. Es geht vor allem um das Ding hier, ja. Das wird nämlich ganz schön witzig mit den ganzen massenweise Talismans und die ganzen Essenzen. Kann man die irgendwie eigentlich herstellen? Ich glaube nicht. Das heißt, wir müssen Aura Nodes jagen gehen. Macht das im Nether Sinn? Gibt es sie im Nether überhaupt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, bevor ich das machen möchte, möchte ich andere Dinge tun. Und zwar, bevor ich kurz mein Taumonomikon. Es gibt nämlich was ganz Tolles in der Distillation. Und zwar, Alchemie? Nee. Artefakt? Ja, genau. Und zwar Infusion, aber Distillation, ja. Doch hier, ja, genau. Und zwar die alchemische Zentrifuge. Nee, stimmt gar nicht, der Crystallizer, genau. Crystallization ist ja quasi dazu da, um aus flüssigem Wiss feste Kristalle zu machen mit den jeweiligen Aspekten. Ziemlich geil, vor allem für das, was wir vorhaben. Wir brauchen hier eine Menge Talismanus. Und das machen wir am besten, indem wir ja Kristalle dafür nehmen und irgendwas anderes noch. Also drei Dinger brauche ich davon. Das heißt, ich brauche dreimal alchemistisches Konstrukt. Ach so Scheiße. Wissfilter. Wissfilter. Wie viele denn ich brauche? Drei Sätze. Okay. Silverwood und Gold. Ups. Warte mal, wie sieht es eigentlich aus mit dem. Gab es hier nicht das Taumkraftsche ME-System Addon? Ja, genau. Energistics. Wie geht denn das? Wie soll denn das funktionieren? Ups. Zurück. Arcane Crafting Terminal. ME Terminal, Arcane Worktable und Calculation Processor. Okay. ME Terminal. So. Terminal. Annihilation. Formation Core. Oh, keine Logic Processor mehr. Okay, die. Circuits und Gold. Das war's nicht. Ah, andersrum. Moment, bevor wir das tun, das können wir direkt mal einspeichern eigentlich. Und zwar Gold, Prozessor, gleich keine Patterns mehr. Ganz klasse. Ah, wir haben noch welche. Gut. Zack. Das ist Quatsch. Verarbeitungsdings. Zack. So, das kommt nämlich in die. Zum Alt. Nee, das kommt. Das ist Crafting. Quatsch, genau. Das ist Crafting. Crafting. Das ist Crafting. Natürlich. Und dann, wenn wir dann hier eins rausnehmen, dann ist das Encoding
Ein so ein Ding wird zu digitiert zu Circuitmon. Oder Prozessor wohl eher. Ja. Hui. Okay. Dich brauche ich. Prozessor. Zack. So, dann brauche ich noch die Circuits. Die werden wie folgt gemacht: einmal Redstone, einmal Osmium. Okay, also nochmal ein Processing. Osmium. Redstone wird zu einem Zirzuide. So, jetzt wird's lustig. Dich kann ich nehmen. Und zwar, wie machen wir es am cleversten? Ja, gute Frage. Eigentlich will ich jetzt nicht nochmal ein Interface dran klemmen. Obwohl, tue ich das Interface hier zurück. Pullen? Nicht wirklich, oder? Wie wirst du? Wo wird bei dir denn zurückgepumpt? Was habe ich denn da gemacht? Ach, du packst direkt wieder zurück rein. Das macht Sinn. Das heißt, ich könnte hier einen doppelten Interface machen. Interface. Schwupp, du kommst her. Okay. Wird umgecraftet auf kleine Interface. Interface, Interface. Du bekommst Stone und Kohle zurück. Du bekommst Circuit, genau, das gibt es dann noch. Zack. So. Schwupp. Ihr müsst noch verbunden werden mit einem Käbelchen. Nehmen wir mal direkt das. Morvith Conan. So. Beide online. Perfekt. Perfekt. So. Du musst noch eingestellt werden. Und zwar Eject On. Und zwar alles beides oben. Das heißt. Slots. Ist eigentlich egal, weil man hier Transportation Configuration. Output ist blau. Blaues Output. Ja. Input ist oben in rot. Und hier Eject Dark Blue. Ist dies korrekt? Müssen wir testen. Okay. Cirrozoide. Start. Output blau, Input rot. Ist es oben? Ist es oben, ne? Input. Wie habe ich es denn hier gemacht? Hier ist Eject On. Input rot. Oben Output. Ach, da, so habe ich es gemacht. Ja, das ist clever. Kann ich es ja nicht hier einfach wieder nach Input? Okay, das könnte problematisch werden. Wobei, habe ich nicht hier noch irgendwo in der Nähe einen anderen, in den ich. Ach, was da was, dann mache ich einfach noch einen.
Interface zum Outputten. Ja. Habe ich jetzt meinen. Nee, die muss ich eben kurz ablegen gehen. Hier, Prozessoren. Das ist schon nicht ohne hier, ne? So. Oh Gott. Dran vorbeigeflogen hier. Gott. Ist auch ein bisschen unpräzise mit dem Zeugs. Okay. Du kraftest mir jetzt noch das. Aha. So. Interface. Zack, zack. Boom. Ganz genau. Dauert jetzt ein bisschen. Dementsprechend können wir schon mal überlegen, wie ich es denn gern hätte hier. Ja, wie hätte ich es denn gern? Das ist eine wirklich, wirklich gute Frage. Ich glaube, du wirst entfernt. Und wir ejecten dann hier hinein. Oder exportieren. Ne, ist da, wie ich mein. Oh Gott, jetzt bin ich ganz schön. So, hier kommt rein das. Hier kommt das und. Nope. Das und das. Das kommt. Hierhin. Kann ich nicht am besten von unten bepowern? Kann ich nämlich nach da vorne. Das andere Interface. Ach, verdammt nochmal. Interface? Interface? Komm zurück! Bitte! Komm hier! Komm hier! Wrench Mode brauche ich dann mal hier. Fringe. Weil das darf bleiben hier. Du darfst bleiben. Du kommst weg. Du kommst weg. Du musst auch da bleiben. Ihr werdet von unten bepowert, von hinten exportiert. Also quasi dann ins Interface. Also ein Interface kann ich ja hier ranpappen. Wobei, nee, ich mache von innen, von oben Input und hier Output. Also quasi dann hinten. Ejecten. Dark blue, eject on. Output ist blue, Input ist oben. Ja. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Kabelsalat ist meine Stärke, ja. Interface. So, noch ein Interface hier. Du kommst daran. Kriegst hier ein Käbelchen verpasst. MI-Kabel. So. Und du bekommst noch ein Output nach hinten. So. Und zwar hier. Du bist doch Transport Pipe, ne? Ja, bist du. Gut, dann kriegst du, habe ich nicht gerade gesagt, hinten ist Output. Blau. Oben Input. Und hinten. Oben ist Input. Hinten ist Output. Ganz genau. So, jetzt brauche ich den. Na, ist auch egal welchen Mode. Hauptsache. So. Pull. Wenn wir jetzt hier. Okay, haben wir schon die Dinge drin? Ja. Können wir mal ganz kurz einmal Steinchen in Auftrag geben, bitte? Stone. Start. Werden abtransportiert. Sehr gut. Das funktioniert schon mal immerhin. So, jetzt kommt das hier. Hier ist das Ding noch nicht drin. Circuit. Circuit. Okay.
nicht Start, weil kein Prozessor aktiv. Ach so, wir haben das Ding noch in der Pipeline drin hängen. Haha, okay. Kurz einmal leeren. Die Kraft da. Ist doch alles leer, oder? Ne, hier. Cancel. Ist auch okay. Wissen, dass es geht. So, okay. Alle, dann... Circuit. Nein. Start. Eject on. Input ist oben. Kommt aber auch nichts raus, oder? Ups. Das ist merkwürdig. Warum denn? Warum geht denn das nicht? Ich muss noch Strom wieder dran pappen. Scheiße, warum? Transporter. Oben, Input. Kann ich ihm auch sagen... Purple und Rot? Shit. Achso, nee, warte mal, Infuse? Aber... das ist nicht so cool. Input, Output, Energy, Non, Infuse. Ich will ja alles importieren lassen. Warum machen wir das nicht? Das verstehe ich nicht. Angeschlossen ist es. Es ist auch online. Aber warum tut der es nicht? Warum, warum? Strict Input ist auch off. Das heißt, es sollte eigentlich... Eigentlich sollte es funktionieren. Aber es tut es überhaupt nicht. Scheiße. Okay, dann weiß ich gerade auch nicht, was ich tun soll. Dann müssen sie eben per Hand machen. Pech gehabt. Muss gecancelt werden. Cancel. Ich hab das Rezept falsch gemacht. Kann ja auch nicht sein. Mein Basic Control Circuit mit einem Osmium Ingot und einem Redstone. Ja. So wird's gemacht, Freunde. So wird's gemacht. Gut, daneben halt nicht. Redstone und ein Osmium. Wird es wenigstens abtransportiert, das wäre ganz schön. Können wir die Speed-Upgrades reintun? Ne, komm. Speed. Vielleicht nicht ganz so viele. So. Und so. Okay. Was eine Geburt, ey. Alter Vater. Aber immerhin funktioniert Exportieren. Das ist ja ganz toll. Hauptsache, du funktionierst noch. Der Rest ist mir egal, fast. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Man hat's nicht leicht. Man hat's nicht leicht. So, ist dann mein Dingens fertig jetzt hier? Ich brauche die Logic-Prozessoren. Du bist nicht fertig? Ich habe doch einen gemacht, oder nicht? Start. Okay, wird's gemacht. Das dauert eine Weile, obwohl es geht. Es geht. Ist okay. No. So. Schön. Gut. Schön. Gut. Schön. Gut. Ja, ja. Es ist alles nicht so einfach. Ansonsten könnte ich auch das Ganze etwas anders machen. Na, überlege ich mir später. Ich überlege ja später noch was zu. Das kann man auch alles finden. Man kriegt es hin. Das ist auf jeden Fall möglich. Das weiß ich. Nur anscheinend muss ich es irgendwie anders aufsetzen. So, davon aber abgesehen, brauche ich jetzt den Crystal... Genau, ich wollte ein Terminal machen. Da war man eigentlich stehen geblieben, ne? Terminal, Terminal, Terminal. Formation Core. Ja. Formation und so ein Illumination Panel. Wo ist es denn?
Da. Nope. Ach Gott. Ach Gott. Glas. Ich hasse dieses Glas. Sand. Sand. Ja. Du kommst da raus, du kommst da rein. Okay. So, Glas. Wir brauchen Quarzglas. Quarzglas. Höpti, höpti. Her damit. So. Terminal. Final endlich, hoffentlich. So, Illumination Plane. Und dann machen wir das Ding. Dann, halt, stopp. Terminal krieg ich. Dankeschön. Dann brauche ich da eine Arcane Workbench und ein Calculation. Calculation. Hier. Müssen auch drüben machen. Und dich hätte ich dann auch gerne. Ah, nee. In dir muss es ja gemacht werden. Aha. Sehr schön. Können wir mal hier ein Ding klauen? Gut. So. Zauberstab. So. Und her damit. So. Okidoki. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Zauberstab. Indufizientes Wiss. Wo ist denn mein goldener Zauberstab eigentlich hin? Den hat es auch noch gehabt hier. Wand. Da ist er. Was fehlt dem denn wohl? Wahrscheinlich auch eine ganze Menge. Es könnte. Hallo? Ah. Das fehlt. Das ist schlecht. Das habe ich nämlich, glaube ich, hier nirgendwo drin, oder? Nein. Oh, Kacke. So ein Mist. Okay, das ist Kacke. Dann, gab es im Nether Aura Notes oder nicht? Ich glaube, ich habe keine gesehen, oder? Ich glaube nicht. Wir müssen nochmal gucken gehen. Zur Sicherheit. Weil die muss ich ja erstmal tappen und teilweise auch zerstören. War nicht in meinem Baum? In meinem Baum war, glaube ich, auch keine drin gewesen. Kacke. Okay, wir versuchen uns mal ein bisschen umzugucken, ob wir denn nicht sowas in der Art finden können. Ist halt die Frage, ne? Gibt's das hier oder nicht? Das ist die große Frage der Fragen. Oh Gott, ist das dunkel. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich sehe halt, ups, nichts dergleichen. Und ich, vor allem sieht man die halt gerne an in der Lava. Aber da habe ich auch noch keine gesehen. Was ist das? Dann wird es doch, denke ich mal, hier keine geben. Shit. Oder? Was bist du? Kein Punkt. Also eigentlich. Sicher ist sicher, aber ich dachte, das sind die Lava-Pylonen-Dinger hier. Mist. Ne. Keine Chance hier. Keine Chance. Mist, 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 Mist. Großer Mist ist das. Großer Mist. Gut. Doch, da. Wenn ihr die habt, wie wir hier noch an Aura Notes rankommen, dann sagt auf jeden Fall Bescheid. Ich glaube, wir müssen dann echt mal in die Towncraft Station des Questbuches tauchen, um eine gute Note zu kriegen. Das wäre, glaube ich, eine Idee, wenn wir ganz kurz reingucken, ob wir irgendwo noch schnell quasi eine Note uns ergattern können. Das ist das komplett falsche Buch. So,
Tomcraft. Tomcraft. So, a better wand. So, du wolltest ja nicht Knowledge Fragments. Silver Seeds. Interessant. Aura Note. Hier, Note Stabilizer müssen wir dafür machen. Okay. Okay, was? Runic Matrix. Okay. Vielleicht gehen wir dann wirklich erstmal auf den Note Stabilizer. Vor. Upala. Na, meine Flux zurück. Ich glaube, Takt. Note Stabilizer, okay. Den bauen wir wie? Ach ja, und mein. Ach nee, stimmt. Ach, Monsterfarm. Ich habe keine Monsterfarm mehr. Verdammt! Das Leben ist hart und ungerecht. Okay. Ich brauche meine Monsterfarm zurück, so eine Scheiße. Ach nee. Wenn ich mich in. Geht, glaube ich, mit toten Viechern. Shit. Großer Shit. Nochmal kurz in Nether und da ein bisschen Viecher verkloppen. Hatte ich nicht? Gab's nicht einen Dolly? Nee, gab's nicht. Okay, schon gut. Ist ja gut. Ich könnte allerdings unten normale Viecher spawnen. Habe ich einen Zombie oder so gefangen mal gehabt? Ich könnte auch Kühe nehmen. Oder Chickens. Safari-Ball. Wir könnten es mal mit Kühen versuchen. Entschuldigung. Du wirst geklont. Dann brauche ich meinen XP-Extractor. Extrakteur. Eimerchens habe ich ja. Und was noch? Puh. Keine Ahnung. Mein Wand in der Hotbar auf jeden Fall. Strom. Strom brauche ich. Hm. Huch. Bist du gerade zurückgebounced? Ich hoffe nicht. Okay. So. Ich brauche. Cables. Strom Cables. So was in der Art. Hier lang leiten. So, du kriegst Strom. Das kommt raus. Sagt Copy No. Kuh. Mö. Und ja. Genau, die XP Bottles. Bottles. XP Bottles. Und dich bitte. Und dich meinetwegen auch. Einfach mal alle füllen. So. Sollte eine Menge Kuh eigentlich bei rauskommen, weil wenn man nicht die exakte Kopie nimmt, dann gibt es eigentlich relativ viel pro Eimer. Ich glaube 4 oder 5 Stück. Und Kühe sind vielleicht sogar noch was günstiger. Voilà, so. Spawn Cow. Hallo Kuh. Oder auch nicht. Ernsthaft? 2, 3, okay. Tut sich was? Es tut sich was. Jawohl, ja. Cowtripper. Oh Mann. Wie gemein. Naja, da müssen wir halt erstmal vielleicht so damit leben. Tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid. Tut mir leid. Kuhklonen ist echt. Sorry. Entschuldigung. Ist nichts Persönliches. Wirklich nicht. Okay, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ich würde noch ein paar mehr machen. For the safety reasons. So. Hallo, hallo, hallo. Oh Gott, hallo. Komm zurück. Okay, bleibt was liegen. Es bleiben schon Sachen liegen. Das heißt, jetzt ist genug Kuh für heute. Können wir die einsperren? Können wir.
Ach, wunderbar. Okay. So, dann lassen wir unser Terminal machen hier. Terminal. Zack. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie das jetzt funktioniert. Gut. Erstmal hinlegen. Und die Folge beenden. Es ist schon ziemlich spät. Ja. Und dann gucke ich mir jetzt mal das Ganze an, wie das funktionieren soll. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao.